Willkommen zu unserer News am Samstag, dem 19. August, zu einer neuen Folge. Wir haben wieder sehr interessante Neuigkeiten zu Call of Duty, EA Sports FC 24 und vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Den Anfang heute macht das beliebte Battlefield-Franchise. Auch wenn der aktuelle Ableger 2042 nach wie vor nicht rund läuft, arbeitet DICE weiterhin an dem Titel. Nun gab es ein Entwicklungsupdate inklusive Einblick auf die kommenden neuen Inhalte, wie beispielsweise die 6. Season, aber auch in Battlefield Redux. So zeigen DICE Community Manager Tom Stratman und Producer Bruce Brody, dass Season 6, welche im Oktober startet, mit einer neuen Karte und einem Highlight vorab aufwarten wird. Denn mit Redux können wir ab dem 29. August nochmal 6 Wochen lang unsere Lieblingskarten und Modi wie Rush Chaos XL, taktische Eroberung, Durchbruchkarten, Chaos und mehr nochmal neu erleben. Dabei gibt es natürlich auch wöchentliche Belohnungen wie Charakter, Waffen und Fahrzeugskins sowie frühere Store-Inhalte, die wir uns jetzt erspielen können. Das passende Video zum Update verlinken wir euch mal unten. Vom Jahr 2042 springen wir ein paar Jahrzehnte weiter ins Jahr 2087. Denn das Cyberpunk-RPG Neo Berlin 2087 vom Entwicklerteam Elysium hat nun erstmals ein bisschen Gameplay-Material zu ihrem PS5-exklusiven Titel, der nächstes Jahr erscheinen soll, parat. Inhaltlich wird es in dem RPG dabei um eine tragische Nacht in Berlin gehen, in der ein grausamer Mord begangen wurde. Das Opfer ist aber nicht irgendwer, sondern der Chef der Polizeibehörde. Wir spielen dabei den brillanten Detektiv Nolan und sollen die Tochter des Polizeichefs finden und beschützen. Hochmoderne Technologie, Waffen und einzigartige Fähigkeiten sind dabei unsere stetigen Begleiter. Wir lassen euch mal den Trailer in der Beschreibung da, damit ihr euch selbst ein Bild von dem RPG machen könnt. Wir haben ja schon in der Vergangenheit von der Planung einer Gamescom LAN berichtet. Am Donnerstag gab es dazu auch ein Update. Denn nun ist das Gamescom-Event offiziell vom 15. bis 17. März 2024 verkündet. Organisiert wird das Event zusammen mit TakeTV und der Schweizer E-Sport-Agentur MYI Entertainment. Unterstützt wird das Ganze auch von einigen der größten Influencer-Agenturen, darunter Alliance, Cyberdime, Flowforward, Insight und Instinct 3. Außerdem Rocket Beans Entertainment und E-Sports-Organisationen wie Big, Focus Clan, SK Gaming oder Maus. Der Ticketverkauf soll auch in Kürze starten und wer sich ein Premium-Ticket gönnt, der hat sogar Zugriff auf High-End-Gaming-Hardware. Kommen wir zurück zu beliebten Shooter-Franchises, denn auch Call of Duty hat einiges zu bieten und ist bei uns Spielern extrem beliebt. Während der dritte Teil des Modern Warfare Reboots schon in den Startlöchern steht, wird es anders als die ursprüngliche Trilogie nicht nur drei Teile geben. Denn in einem Interview mit der Washington Post gab Narrative Director Brian Bloom an, dass es bereits Pläne zu weiteren Geschichten geben würde. Die Rede ist zwar jetzt nicht explizit von einem vierten Teil, aber der Verdacht liegt jedenfalls mehr als nah. Und anscheinend geht die Planung auch weit über einen vierten Teil hinaus. Genau gesagt hat Bloom nämlich folgendes. Zitat: Wir denken, dass die Entwicklung der Charaktere in eine Richtung geht, aber sie können auch aus ihrem Bogen herausfallen, sie können sich zurückentwickeln, Menschen können sich entwickeln und verändern. All diese Dinge bieten einen reichen, fruchtbaren Boden, um Geschichten zu erzählen und das wird nicht aufhören. Ich würde sogar sagen, wir fangen gerade erst an. Während wir bisher in der heutigen Folge über Spiele gesprochen haben, in denen hauptsächlich geballert wurde, kommen wir nun mal zu einem anderen Genre. Ja, wobei Ball ist da aber schon ein gutes Stichwort. Denn wir kommen jetzt zu EAs kommender Fußballsimulation EA Sports FC 24. Während wir schon bald in der ersten FIFA-unabhängigen Fußballsimulation von EA wieder das Runde ins Eckige kicken können, gab es nun was Neues zu sehen. Genauer gesagt ist es ein Deep Dive-Video, welches einen ausführlichen Einblick in Ultimate Team geben soll. In rund 6 Minuten erfahren wir dabei zum Beispiel, dass wir mittels abgeschlossener Aufgaben die Werte einzelner Spieler verbessern können, dass nicht nur Frauen und Männer in Ultimate Team zusammenspielen können, sondern auch erstmals Legenden aus dem Frauenfußball ins Spiel finden. Oder aber auch, dass wir Spieler nicht mehr mittels Positionsmodifikatoren auf eine neue Position bringen können, sondern dass die Spieler abseits ihrer Hauptposition teilweise ein oder mehrere Alternativpositionen spielen können. Das gesamte Video verlinken wir euch ebenfalls in der Infobox.
Während gerade einmal die erste Season in Diablo 4 gestartet ist, hat Blizzards Präsident Mike Ibarra nun auf seinem Twitter-Account verraten, dass wir auf den fünften Ableger nicht knapp 11 Jahre warten müssen. Denn Executive Editor Ryan McCaffrey von IGN lässt nun auf seinem Twitter-Account verkünden, dass er nach etlichen Nebenmissionen nun endlich die Hauptkampagne beendet hat. Hätte er stattdessen erstmal weiter Nebenmissionen gemacht, würde er ewig dafür brauchen. Ja, und auf diesen Tweet reagierte Ibarra und meinte, er müsse nicht allzu lange auf eine Fortsetzung warten, denn neben Updates zu Diablo 4 wird es darüber auch hinaus noch mehr geben. Zum Abschluss kommen wir nun mal zu einer weiteren Adaption von beliebten Gaming-Franchises. Denn dass Sony eifrig an einigen Verfilmungen arbeitet, ist ja nicht neu. Nun kursiert aktuell das Gerücht, dass es nämlich auch zu Jack und Dexter einen Film geben soll. Dabei sollen angeblich auch 2 Stars aus dem beliebten Marvel Cinematic Universe die Hauptrollen übernehmen. Das Gerücht ist zurückzuführen auf den Insider My Time to Shine, der von seinen Quellen erfahren haben möchte, dass es einen Live-Action-Film zu Jack und Dexter geben soll. Tom Holland soll dabei Jack spielen, während Chris Pratt Dexter verkörpern soll. Regisseur soll wohl Ruben Fleischer sein, welcher in der Vergangenheit schon häufiger mit Sony kooperiert hat. Zombieland, Venom und Uncharted stehen beispielsweise in seinem Portfolio. Sowohl Fleischer als auch Holland haben in der Vergangenheit beide schon Interesse an einer Verfilmung des Action-Adventure-Duos bekundet. Aktuell sind diese Gerüchte aber nicht offiziell bestätigt worden seitens Sony. Also genießt die News erstmal mit Bedacht. Hättet ihr denn Lust auf eine entsprechende Verfilmung? Schreibt es uns gern mal in die Kommentare. Ja, oder ihr teilt uns auch eure Meinung zu unseren anderen heutigen Themen in den Kommentaren mit, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Ihr könnt natürlich auch gerne noch einen Like auf YouTube dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr keine Newsfolge mehr verpassen wollt, dann lasst auch einfach direkt ein Abo bzw. Follow da. Und wer bei YouTube zuschaut, der kann natürlich auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr nämlich immer bei neuen Uploads direkt Bescheid. Die nächste News-Folge gibt es allerdings nicht am kommenden Mittwoch. Wir machen nämlich aufgrund unserer Arbeit auf der Gamescom nächste Woche eine komplette Pause. Heißt, es geht erst ab dem 30. August mit unseren News weiter. Bis dahin bleibt aber gesund und guten Loot euch. Ciao!